Und, wie hat euch die Werbepause gefallen? War okay? Ja, wir sind hier am Panama-Kanal. Die dicken Pötte und so, das ist das Stichwort. Ne? Harald Krull, seht ihr ja, Patent A, B, C und die 6, das ist ein christlicher Seefahrer. Ansonsten ist das Ganze hier recht unspektakulär. Es nervt halt auch, dass überall dieser Zaun ist, damit man einfach nicht auf die dicken Pötte gelangen kann. Ich gucke mir das ganze Ding mal an. Hä? Das ist ja ein halbes Schiff, oder? Bin ich blind? Da hört ja, das Ding hat ja gar keinen Arsch. Das hört ja einfach auf. Ich meine, ich kenne mich mit Schiffen nicht ganz so aus, aber... Ach, guck mal, der wird auch noch von hinten angeschoben. Das ist der Kameramann mal mit draufnehmen. Der wird angeschoben von so einem kleinen Superschiff. Also nicht, dass ihr ja nichts gelernt habt bei Jojo und der Professor. Der Panama-Kanal liegt überraschenderweise wo? In Panama. In der Nähe von Panama Ciudad. Wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den Franzosen angefangen zu erbauen. Dann haben sich da die Amis eingemischt. Und die waren hier auch bis 1999 noch mit einem Daumenort nicht drauf. Und seitdem darf das Ganze von Panama verwaltet und auch abkassiert werden. Denn das ist das große Ding. Dieser Panama-Kanal, der erspart hier zum Beispiel dem dicken Pott einen Umweg über die Magellanstraße. Und die liegt ganz im Süden, zwischen Chile, Südchile und Argentinien, im Feuerland. Und das wären wir nochmal 14 Tage Umweg, wenn man da einfach mal ganz unten rum um die Scheiße, also fährt man quer durch Lateinamerika, macht Sinn. Und hola! Und auf jeden Fall kann man da gutes Geld mit verdienen. Und deshalb gibt es in Panama Ciudad auch eine ganz beeindruckende Skyline. Denn hier rollt der Rubel. Panama ist sowieso so ein bisschen für mich die Schweiz von Lateinamerika. Hier ist richtig Kohle angesagt. Und darauf zeche ich mal ein. Was habe ich hier? Natürlich Squirt. Squirt hat es nach wie vor noch nicht geschafft, Bacardi Sweat als unseren Sponsor abzulösen. Weil die Asiaten definitiv noch mehr Geld zahlen. Aber Squirt ist auf dem Vormarsch. Ah, oh, das ist der Stolz der Stadt. Das ist der Stolz der Stadt. Herrlich. Das war's auch schon. Das wollte ich euch nur sagen. Jetzt könnt ihr wieder Werbung gucken und seid zufrieden. Tschüss.